was einen eigentlich so davon abhält, überhaupt Dinge zu tun. Damit man überhaupt von Effizienz sprechen kann, muss man ja überhaupt mal irgendwelche Dinge starten. Wenn ich mit irgendwas irgendwo anfange, wie ich das auch vernünftig durchziehe, ordentlich durchziehe, effizient durchziehe und auch beende, dass ich wirklich am Ende ein fertiges Ding habe, ein fertiges Produkt habe und zwar effizient und wirklich zielgerichtet. Jetzt die nächste Immolution Podcast Folge. Heute wieder mit Wendelin hier am Start. Wir haben ein cooles Thema, nämlich schnell zum Erfolg. Wie kann ich Erfolg beschleunigen? Persönliche Effizienz. Das gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen genauer an in unserer heutigen Podcast Folge. Freut mich auch wieder hier zu sein. Genau. War ja schon ein bisschen länger jetzt nicht mehr Gast. Das ist immer schön mit dir. Genau. Ja, erzähl doch mal. Ja, das Thema persönliche Effizienz, du hast ja viel davon berichtet, auch im Unternehmercall heute Morgen, hast über das Thema geredet, was einen eigentlich so davon abhält, überhaupt Dinge zu tun, damit man überhaupt von irgendwann Effizienz sprechen kann, muss man ja überhaupt mal irgendwelche Dinge starten, also was einen dazu führt, überhaupt mit Dingen anzufangen und wie denn überhaupt dieser Aktionszyklus, also wenn ich mit irgendwas irgendwo anfange, wie ich das auch vernünftig durchziehe, ordentlich durchziehe, effizient durchziehe und auch irgendwie beende, dass ich wirklich am Ende ein fertiges Ding habe, ein fertiges Produkt habe, dass ich sagen kann, guck mal hier, fertig, fertige Dienstleistung, fertiger Flyer, fertiges Büro, was auch immer es ist. Also wie man Dinge wirklich zu Ende bringen kann und zwar effizient und wirklich zielgerichtet. Genau. Also eine Sache muss man schon mal feststellen, das ist ja eine ganz wichtige Grundlage, nämlich die Tatsache, dass ein Unternehmen, was systematisch arbeitet, was Prozesse hat, immer erfolgreicher ist als eine Person, die das nicht hat. Okay. Spannend. Ist einleuchtend, aber warum? Das ist vielleicht schon die wichtige Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Das hat einen einfachen Hintergrund. Schau mal, wenn ich mir nicht, jetzt machen wir es mal beim Makler, ne? Der Makler, der hat jetzt zum Beispiel seine Marketingabteilung, ne? Oder der hat halt keine, aber er muss es ja trotzdem tun. Mhm. Ne? So, und das tun zu müssen, aber keine Person zu haben, die es macht, schützt einen ja nicht vor der Tatsache, dass es existent ist. Ja, und das auch wichtig ist. Genau, und da fängt es schon an. Das heißt, ich ignoriere, wenn ich mir so eine Firma im Gesamtbild mal anschaue, wie sieht die denn eigentlich aus? Es hilft mir ja nicht, wenn ich es ignoriere, also so tue, als wenn es nicht da wäre. Oder es zwar da ist, aber ich sage, habe ich nichts mit zu tun oder das will ich mir jetzt gar nicht angucken. Mhm. Also so wie der ungeöffnete Brief vom Finanzamt. Ja, ist zwar da, aber will ich jetzt nicht. So, was dann passiert, wissen wir ja alle. Ne? Es gibt halt irgendwann Ärger. Ne? So. Also das ist halt schon mal eins der ganz grundlegenden Probleme. So, und wenn ich hier jetzt mal so eine Firma anschaue, dann habe ich halt, wir nennen es jetzt mal nicht Abteilungen, weil da hat vielleicht jetzt der Einzelkämpfer so ein bisschen so ein Wording-Problem mit. Wir sagen einfach mal Geschäftsbereiche. Also einfach Themen, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Und zwar völlig egal, ob ich Einzelkämpfer bin, ein größeres Team habe oder ein kleineres Team. Es spielt gar keine Rolle. Ich habe damit zu tun. Die sind da von Anfang an. Genau. So, und jetzt geht ja das nächste Thema los. Das heißt, ich habe jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel Geschäftsführung, ich habe eine Büroleitung oder ein Sekretariat, ja, also Büroaufgaben, eine Administration. Okay, das habe ich einfach. Ob ich das will oder nicht, ne, es kommt irgendwo Post rein, es kommen Telefonate rein. Es ist existent. Und das immer. Kann ich nicht leugnen. Wie groß, ob ich groß oder klein bin, völlig egal. Wurscht, ne? So. Dann, und selbst wenn du gerade startest, dann kriegst du halt Post rein von irgendwelchen Firmen, die dir jetzt irgendwelche Branchenbucheinträge vertitschern wollen oder sonst irgendwas von dir wollen. Aber du hast irgendeine Art von Verkehr, also Schriftverkehr, mündlich oder schriftlich, völlig wurscht. So. Dann hast du automatisch mit dem Thema Marketing zu tun. Werbung. Eine normale Sache, ob du willst oder nicht, ob du das ignorierst oder nicht, spielt keine Rolle. Gerade auch als Immobilienmakler ja noch ungeheim mehr als vielleicht in irgendeiner anderen Branche, wo man direkt startet, weil man muss einfach bekannt werden. Genau. Die Leute müssen einen können. Genau, also muss irgendetwas tun. Ne? So, genau. Dann, um Kundenkontakte zu generieren, dann kommt automatisch der Einkauf als nächster Step. Ne? Wenn ich Werbung mache, wir nennen sie jetzt mal Akquise,
dann kommt der Einkauf. Ist das auch ein Bereich, den muss ja irgendwie handeln. Mhm. Den muss ja irgendwie machen. So, dann haben wir Einkauf, dann ist natürlich auch das Thema Produktion. Ich muss ja eine Vorbereitung machen. Ne? Nicht jetzt, ich backe keine Brötchen als Makler, aber was mache ich? Ich muss Exposés erstellen, ich muss Objekte, ich muss Unterlagen beschaffen, das muss ich ja alles machen, ob ich das jetzt will oder nicht. Klar, jetzt kann ich natürlich wieder abkürzen und kann sagen, ah ja, das ist also nicht so wichtig. Ne? Unterlagen kann ich ja noch einreichen, wenn bla 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 passiert. Macht da überhaupt keinen Sinn. Ne, weil du verschiebst ja die Probleme. Ja, von A nach B. Genau. So, dann muss ja die Dinger irgendwann verkauft werden, müssen geclosed werden. So, dann nehme ich Geld ein. Was mache ich mit der Kohle? Ja, es macht ja schon Sinn, dass man mehr Geld einnimmt, als man ausgibt. Ist ja auch irgendwie schlau. Würde ich jedem empfehlen. So, was hast du dann? Buchhaltung, muss Belege sortieren, ein Steuerberater. Haben ja viele Selbstständige gar nicht auf dem Schirm. Machst du es nicht, kriegst du zeitversetzt irgendwann ein Problem, weil der Steuerberater klopft an deine Tür, das Finanzamt klopft an deine Tür, kriegst einen Schätzungsbescheid vom Finanzamt, ja, und dann reißt dich komplett aus dem Rennen, weil du einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Genau, und das ist ja der wichtige Punkt. Also ich habe diese ganzen Dinge und nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein selbstständiger Makler und erlebe die auch so. Ich muss hier machen und da und ich springe von A nach B und habe den Hut auf und habe den Hut auf und dann reach ich doch danach, effizienter zu arbeiten, irgendwie mehr Zeit zu haben für irgendwelche Dinge. Was ist denn so, das ist ja, viele sind ja dann da gefangen, ich will das, ich will das, ich will das. Was sagst du dann? Das grundlegende Problem ist, dass das Thema Effektivität oder Effizienz den Leuten überhaupt nicht klar ist. Warum? Weil davor steht erstmal die Unsicherheit und die mangelnde Stabilität, weil ja man gar nicht weiß, was sind wirklich die Cycles of Action? Spannend. Okay, was sind die Aktionen, die ich tun muss in den einzelnen Bereichen? Da könnte ich tagelang Seminare drüber halten. Das ist den Leuten nicht bewusst. Was du auch machst. Was ich auch mache, genau. Das ist den Leuten aber gar nicht bewusst und schon gar nicht klar. Also wird halt so rumgedengelt, von links nach rechts geschoben. Ne? So, und dann fängt man an zu dribbeln, an zu tricksen. So, da hole ich mir irgendwie eine Firma, die mir ein paar Leads liefert. Ne? So, dann gebe ich denen irgendwie hohe Prozente ab, dann kann ich kein Marketing machen, weil mir das Geld fehlt, weil ich ja 20% abgebe an die Firma, um irgendwie zu überleben. Was ist das für eine gequirlte Scheiße? Das ist doch wirklich gequirlter Blödsinn, weil ich keine Ahnung habe. Und das muss man mal ehrlich und offen auch auf den Tisch legen. Das ist für mich Wahrheit oder Lüge. Ne? Wahrheit oder Lüge. Hast du Ahnung? Oder hast du keine? Das, was du auch immer groß schreibst, Kompetenz. Ja, genau. In dem Fall. Ja, aber hier geht es wirklich um Wahrheit oder Lüge. Mhm. Ne, weil das Ding ist, wenn du nicht in der Lage bist, dir die Wahrheit zu sagen, also oder die Wahrheit zu erkennen, nämlich, pass auf, ich kann das nicht, dann wirst du ja immer in diesem, weil Effizienz kommt ja aus Klarheit heraus. Aus dem Wissen von etwas. Ich weiß etwas und dann ich muss ja erstmal etwas tun, was vielleicht noch nicht ganz optimal ist, das ist ja auch völlig okay. Und dann mache ich das zweite Mal und das dritte Mal und jetzt merke ich, okay, jetzt habe ich den Drive, ja, jetzt habe ich es drin. Und dann kommt ja, Effizienz kommt ja erst danach. Genau, darüber haben wir ja auch im Vorgespräch kurz gesprochen. Du hast gerade angesprochen, ich muss ja erstmal dann was tun und so, also dieser Cycle of Action und so. Was ist das überhaupt? Also wie beginnt das denn dann mit dem Tun? Ja, erkläre ich gleich. Lass mich nur einmal das zu Ende bringen. Okay, okay. Also, wir waren bei Finanzen, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie Money machen, Money kommt rein. Ist ja eh schon bei einem Makler ganz verrückt, wenn dann Leute sagen, ja, es ist schon geil, wenn ich einmal im Monat zum Notar gehe. So, aber du musst dir ja mal, ne, mal vorstellen, du hast einen Betrieb, der einmal im Monat Geld bekommt. Ist auch nicht wirklich cool. Ne? So, dann, wenn du das dann hast, dann geht es ja weiter. So, dann habe ich den Bereich Produktion und also heißt im Prinzip Vorbereitung und Verkauf, habe ich gerade schon besprochen. So, dann habe ich aber noch einen Bereich, ist zum Beispiel, wie qualifiziere ich mich denn weiter? Mhm. Ne, also wie werde ich besser, wie verbessere ich mich? So, und es ist doch nicht ausreichend, Freunde, es ist doch nicht ausreichend, ich wiederhole, es ist nicht ausreichend, nur den Mindestanforderungen an die Makler- und Bauträgerverordnung, das, was ich brauche als Makler, damit ich vom Amt nicht irgendwie eine Klatsche kriege. Quasi, was einfach gesetzliche Mindestanforderung ist. Ja. Ne, das heißt, ich gucke doch hin, wo ist meine Kompetenz? Oder was kann ich oder was kann ich nicht? Das hat doch nichts mit einer
gesetzlichen Regelungen zu tun, interessiert mich doch gar nicht. Ja. Interessiert mich einfach nicht. Weil die erfülle ich so oder so, wenn ich auf dem Weg zur Kompetenz bin. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, wenn man es genau nimmt, interessiert ja auch einen Verkäufer irgendwann das nicht. Der sagt ja nicht, zeig mir deine Berechnung. Wenn du einen geilen Job machst, dann machst du einen geilen Job. Genau. Und da sind wir wieder bei der grundlegenden Motivation und bei der grundlegenden Absicht für meinen Betrieb. Weißt du, wenn du als Makler startest und das einzige Bild, was du hast, ist Geld machen, um dir ein schickes Auto und ein paar schicke Klamotten zu kaufen und vielleicht noch in einem schönen Häuschen zu wohnen, dann mag das zwar vielleicht ganz nett sein, aber das ist halt wieder so, ich sag mal, nicht bis zu Ende gedacht. Hm. Und das ist halt wieder so eine gesellschaftliche Sache. Ja? Hm. Das heißt, im Prinzip wollen die Leute etwas haben, also besitzen, über etwas verfügen, wie eben materielle Dinge. Und dann tun sie etwas dafür. Das ist aber da wird mir wirklich, es ist halt so nicht richtig, es ist so nicht richtig, es ist halt nicht die Wahrheit. Mhm. Weil die Wahrheit beginnt beim, was ist deine Identität? Deine Identität Unternehmer ist eine Identität, ist eine Rolle. Genauso wie du Bruder bist oder Tochter, Partner. Oder Ehemann, Partner, was auch immer. Du hast einfach unterschiedliche Identitäten. Also Rollen im Leben. Mhm. Und wenn du dir dieser Rolle nicht bewusst bist, okay? Wenn du dir diese Rolle nicht und nicht das Materielle ist das Entscheidende, also dieses, ich will was haben, ist eine grundlegend falscher Ansatz. Weil dann bin ich immer in dem materiellen Spiel verhaftet, also in dem nur reinen Geldspiel. Und diese Person wird, der so handelt, der wird halt nie wirklich richtig wachsen. Das ist so. Ja, der wird halt nur Kohle fixiert sein. Und das ist ein sehr fixierter Zustand. Interessant. Ja, weil ist ja klar, das Einzige, was mich motiviert, ist Geld. Mhm. Ja, so, und dann habe ich genug Geld und dann, was ist dann? Dann drückst du auf die Stopptaste oder was? Das hat doch nichts mit etwas zu kreieren zu tun und etwas zu erschaffen, was einen vollkommen begeistert und motiviert. Ja, nachhaltig, langfristig für einen. Und jeder, der da draußen was anderes erzählt, und ich meine das wirklich ernst, der hat so ein paar ganz grundlegende Dinge im Leben nicht verstanden. Weil ein wirklich Erfinder, das, wofür Deutschland, wofür unser Land mal bekannt war, das war doch keiner, der hat doch nicht drüber nachgedacht, ja, ein Tesla oder ein Edison oder wie sie alle heißen, ob sie jetzt aus Deutschland kommen oder wo, sonst wäre es eigentlich völlig wurscht, ja. Die haben doch nicht darüber gedacht, dass sie damit Millionen machen. Das war doch nicht deren Begeisterung. Sag mal, wie irre ist denn das eigentlich? Das war doch überhaupt nicht deren Motivation. Die wollten was Geiles kreieren, die wollten eine geile Creation machen, weil die waren heiß wie Frittenfett, da was Cooles hinzustellen. Die wollten im Endeffekt wirklich was bewegen, was bewirken. Genau. Und ich mache doch eine Firma nicht, also ich jedenfalls nicht, um einfach nur Geld zu machen, ja, sondern ich will was bewirken. Also mal darüber nachzudenken, macht zumindest mal Sinn. Ne? Mhm. Okay. So, das heißt also, der eigentliche Ausgangspunkt ist immer meine Identität. Man könnte auch sein, das Sein, das kommt so ein bisschen aus dem Fernöstlichen. Ne? Mhm. So das Sein. So, und dann kommt wieder, ja, ich bin Heinz, ja, ich bin Mensch. Ja, schön, super, herzlichen Glückwunsch. Sondern am Ende des Tages, ja, ist ja wirklich so. So, am Ende des Tages ist aber dein Sein, dein Seinszustand ist halt, du bist Unternehmer, du bist Ehefrau, Ehemann, du bist Bruder, Onkel, Tante, Schwester, bla bla bla. Ja, und das sind ganz unterschiedliche Identitäten. Mhm. Und wenn ich mir derer nicht bewusst werde, also zum Beispiel, nehmen wir es mal als Firma, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich zum Beispiel Makler bin, ist eine Identität. Aber ich bin ja auch gleichzeitig Unternehmer. Also das heißt, ich habe so einen im Prinzip permanenten Change zwischen der einen und der anderen Rolle. Mhm. Also wenn ich beim Kunden sitze oder bin, dann bin ich der Coach oder ich bin der Makler. Wenn ich aber am Schreibtisch sitze und meine Finanzen sortiere, dann bin ich der Finanzmanager meines Unternehmens oder meiner privaten Finanzen. Und wenn ich Mitarbeitergespräche, dann bin ich der Personaler. So, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn mir das klar wird, dass ich Papa bin und ich nach Hause komme und meine Kinder mir in die Arme fallen und ich habe aber noch
diese Identität des Maklers im Kopf, dann nerven mich meine Kinder. Weil ich ja im Prinzip jetzt gerade noch Papa, nicht Papa, sondern Makler bin. Wenn ich aber nach Hause komme und habe vielleicht im Auto den letzten Cycle of Action beendet, geclosed, zugemacht. Und jetzt schüttle ich mich einmal und dann, was weiß ich, setze ich meinen virtuellen Papa-Hut auf, ja, und dann gehe ich ins Haus rein und jetzt habe ich dieses Setup und jetzt bin ich Papa. Jetzt bin ich da für meine Kids. Und jetzt freue ich mich auf meine Kinder, weil ich in dem Moment diese Rolle angenommen habe und da bin. Verstehst du den Unterschied? Das ist ein ganz anderes Gefühl. Weil das Ding ist jetzt, das ist ein ganz anderes Game. Ich gebe noch ein Beispiel. Stell dir mal vor, du kommst jetzt nach Hause und wir machen es mal ein bisschen was zum Schmunzeln. Und jetzt hat der Mann, nachdem er aus dem Büro rausfährt, so dieses Picture, meine Frau, die ist einfach so toll, die ist so süß, ich feiere die einfach. Und ich habe so ein Bild, was jetzt gleich passieren wird zu Hause. Ja? Ich habe einfach so ein schönes Bild. Ich habe mir so ein schönes Bild gemalt. Ich komme jetzt nach Hause und es ist was Schönes zu essen. Ich habe vielleicht sogar eine WhatsApp geschrieben, ja. Sag, hey Schatzi, wie geht's dir denn? Und so weiter. Ich freue mich schon auf dich. Ne? So bla bla bla. Ja, und jetzt kommst du und du hast dieses Setup, ja. Du hast die Rolle, ja. Du bist voll da, du willst der Ehemann sein. Und jetzt kommst du nach Hause und deine Frau öffnet die Tür und hat links und rechts in den Armen die kleinen Kinder. Ja, und so eine schöne verrotzten T-Shirt an, ja, und sagt, hi Schatz, ist irgendwie nicht so geil. Ja, super stressig, ist oh, die schreien so den ganzen ja? Tag. So, und jetzt möchte ich mal gerne sehen, wie der Papa sich fühlt. Weil der hat jetzt eigentlich einen ganz anderen Film gefahren. Ja, da zerbricht innerlich irgendwas. Weißt du so, wie ich meine? So. Und das ist das, was das meint, ne? So, das heißt also, wenn jetzt der Mann mit der Frau connected gewesen wäre und sagt, pass auf, Schatzi, gleich, wie sieht's denn aus mit den Kindern? Wie lange brauchst du denn noch? Bring mal die Kinder ins Bettchen. Ne? Und dann hat die Frau auch die Zeit, diese andere Identität, diese andere Rolle einzunehmen. Weil sie braucht, so eine Mama braucht halt dann auch ein bisschen Zeit. Ne? So, und jetzt bist du um 18 Uhr zu Hause und du hast halt schon... Ja, du hast dann schon diesen Hechler, aber die Frau ist noch gar nicht ready. Und dann kommt schon dieses schlechte Gefühl rein. So, und in dem Moment, wo jetzt sagst, okay, pass mal auf, Kinder schön im Bett, 19 Uhr, 19.30 Uhr, so, und ab 20 Uhr geht unsere Party los. Ganz anderer Film. Verstehst du? Mhm. So, dann ist man wieder gemeinsam. Jetzt bin ich nämlich erst, komme ich nach Hause, ich bin erst Papa. Und dann danach ist der Break, wir machen gemeinsam das Essen. Ja, und dann ziehen wir gemeinsam sozusagen oder gehen wir gemeinsam in diese andere Rolle rein. Mhm. Verstehst du? Genau. Ja, so. Und das ist ja das Spannende, wenn ich da diese Rolle akzeptiert habe oder wenn beide dann diese Rolle auch eingenommen haben, dann machen sie auch ganz andere Sachen. Genau, das ist der wichtige Punkt. Das heißt einmal, es beginnt aber da oben. Mhm. Wenn ich das wirklich einmal gecheckt habe und das ist völlig egal, ob im Leben oder im Business, dass ich Unternehmer bin und ich bin Unternehmer oder Selbstständiger, ne? Ich bin Makler, ich bin Marketingmanager. Nicht Makler, der Makler ist nicht, der die Akquise macht, ist nicht Makler, sondern er ist Marketingmanager in dieser Rolle, in dieser Funktion. Also für sich selbst auch das erstmal klar zu trennen. Genau, ja, das ist mein Job jetzt als Marketingmanager. Ich komme ja gleich dann, wie es weitergeht. So, und jetzt ist aber eine wesentliche Sache, und du hast die Sache gerade gesagt, nämlich, was kommt denn danach? Danach kommt das To-Do. Danach kommt das Tun. Und das Tun, wenn ich mir bewusst bin meiner Rolle, dann weiß ich auch, was zu tun ist. Also wenn du dir klar darüber bist, was macht denn ein guter Papa? Mhm. Der kümmert sich um seine Kinder, der hat Zeit, eine Stunde am Tag, ungeteilte Aufmerksamkeit für die Kinder oder das Kind, ja, ein guter Partner zu sein. Was bedeutet das denn, ein guter Partner zu sein? Was bedeutet das denn, ein guter Marketingmanager zu sein? Was bedeutet das denn, ein guter Makler zu sein? Ein kompetenter Makler zu sein? Was bedeutet das denn, ein kompetenter Buchhalter zu sein?
ja, gut seine Finanzen im Griff zu haben. Das ist der Ursprung. Und jetzt kommt, verstehst du, es ist ein Selbstzweck. Ein Selbstzweck und nicht im Sinne von, ich mache das nur, wenn ich aber eine Million dafür bekomme. Sondern ich mache das für mein großes Bild, für mein großes Picture, für meine Kreation Firma, für meine Kreation Unternehmen. Und dann in dem Moment, wo du weißt, was ist denn ein Marketingmanager? Was macht denn ein Marketingmanager? Dann kann ich es auch tun. Und deshalb haben so viele Leute extreme Schwierigkeiten damit, sich zu identifizieren mit dem, was sie da eigentlich tun, weil sie sind eigentlich in der Rolle des Maklers, müssen aber jetzt Marketing machen und haben überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Ja, weil es dann noch Nebel im Kopf ist. Ja, die logisch, Klarheit klar. ist nicht da. Und dann suche ich mir irgend so einen, Entschuldigung, da habe ich jetzt wirklich gerade so ein bisschen was abwertende Begriffe für im Kopf gehabt. Aber dann suche ich mir irgendeinen 21-Jährigen und nochmal, es hat nichts mit dem Alter zu tun, auch wenn ich jetzt 21 Jahre sage, ich korrigiere, dann suche ich mir irgendeinen Menschen, der bei irgendeinem Coach in einem 4-Wochen-Kurs jetzt mal auf die Schnelle gelernt hat, wie man irgendwie Ads für Immobilienmakler schaltet, Werbekampagnen, und der eine tolle Landingpage gemacht hat und so weiter und jetzt rausgeht mit ein paar gefakten Bewertungen beziehungsweise Rezensionen und Kundenstimmen. Ja, und wir haben es ja getestet, wir haben ja Leute angerufen, wir haben, ne, wir beide haben es ja gemacht, wir haben getestet, wir haben angerufen, alles Fake, Verarschung. Ja, ja, die sind so dreist, die sind so braun, die sind so dreist, dass sie wirklich auch noch gefakte Testimonials da draufsetzen auf die Seiten. Ja, ja. So, und das alles nur, weil irgendein anderer Coach ihnen sagt, in der Maklerszene ist was zu holen. Ja, ich habe mal die Testimonials angerufen. Ja genau, du hast sogar angerufen, ja. Wir haben es getestet. So. Verstehst du, also das ist halt komplett weird, weil du nimmst praktisch, du gehst gar nicht in die Identität rein, du verstehst gar nicht, was die Sache ist und glaubst dann, die richtige Entscheidung zu treffen für einen richtigen Marketing-Agentur und hast selber überhaupt keinen Plan davon. Also wirst du auch niemals die richtige Entscheidung treffen. So. Habe ich aber ein Bewusstsein dafür und dann kann ich es auch tun. Und dann bei dem Tun stelle ich dann fest, klappt oder klappt nicht, aber zumindest habe ich die Wahrheit im Kopf, was zu tun ist, und dann kann ich es auch lernen. Und jetzt kommt als letztes das Haben, sein, Tun, Haben. Und das Haben, das ist dann, ich kann alle Probleme haben, die diese Rolle mit sich bringt. Ich kann Geld haben, ich kann Erfolg haben, ja? Ich kann die Aufgaben haben, ich kann die Verantwortung haben, die damit einhergeht. Das ist ein Haben, ein Haben können, aber nicht. In unserer Gesellschaft ist immer erstmal haben. Ich will. Und dann tue ich was, damit ich was habe. Und die Identität spielt überhaupt gar keine Rolle. Könnt ihr mal überprüfen da draußen, aber so läuft's. Genau so läuft's. So. Und jetzt ist eine wichtige Sache. Jetzt schauen wir uns wieder diese Bereiche im Geschäft an. Machen wir jetzt mal Einkauf und Akquise oder Marketing und Sales, worunter ja Einkauf und Verkauf auch fällt beim Makler. Dann habe ich diesen Cycle of Action. Aber bevor ich diesen Cycle of Action überhaupt umsetzen kann, muss ich ja wissen, was ist mein Arbeitsergebnis in der Akquise. Okay? Und das Arbeitsergebnis in der Akquise ist einerseits natürlich erstmal Verbreitung, ja, also die maximale Verbreitung meiner Dienstleistung, um Leads, also Interessierte, also Menschen, die interessiert sind an meiner Dienstleistung, wäre die Definition für ein Lead, ja, um Leads im Überfluss zu generieren. That's it. Das ist das Ergebnis. So, und wenn ich das nicht in der Birne habe, dass das Ergebnis dieser Arbeit ist, also das Doing, was mache ich denn dann? Nix. Dann denke ich drüber nach, ja, Flyer, funktioniert das denn überhaupt? Ach nee, Leads, keine Ahnung. Und dann bin ich wieder nur am Überlegen. Bin unsicher, weiß nicht, was ich tun soll, bla bla bla. So. Wenn ich eine maximale Verbreitung habe, dann ist alles zu tun, was dafür notwendig ist, um genau dieses Produkt, also dieses Arbeitsergebnis zu erreichen. Ja, jetzt kommen aber wieder Stimmen.
ich mache mal jetzt einen Makler. Ja, Heinz, aber ich bin ja noch am Anfang, ich kann ja nicht alles machen, ich muss mich doch auf irgendwas konzentrieren. Ja, genau. Du musst dich konzentrieren, genau diese Rolle erstmal auszuführen. Diese eine Rolle, weil damit beginnt ja alles. Ja, genau damit beginnt alles. Fragen wirst du dir immer stellen, ja? Und du kannst dir auch alle auf einem Blatt Papier, kannst du auch gerne drei Blätter Papier vollschreiben. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, nämlich der Cycle of Action. Und dieser bedeutet, du musst zu einem guten Starter werden. Also du musst, ein Cycle of Action beginnt immer mit einem Start, einer Entscheidung, jetzt tue ich was. Ist immer. Kannst du machen, was du willst. Ja? Sagst, wollen wir ins Kino gehen? Start. Du sagst, oh ja, geil. Okay, super, komm, lass Kinokarten kaufen. Change. Das heißt, jetzt mache ich's. Ja? Also ich gehe und setze es um. Was ist das Beenden? Wir gehen ins Kino, wir haben den Film geguckt und wir gehen aus dem Kino wieder raus. Zack, stopp, beenden. Okay, was machen wir morgen? Gehen wir was essen? Start. Pom, pom, pom. Das sind immer die drei Dinge. Start, Change, Stopp. Ne? Oder man könnte es zu Deutsch sagen, ich starte etwas, ich setze es um und ich bringe es zu Ende. Und das ist in jedem Geschäftsbereich das Gleiche. In der Akquise, im Einkauf, im Verkauf. Verkauf, starten, also Start, was ist das? Objektvorbereitung. Das heißt, der Alleinauftrag liegt auf dem Tisch. Ne? Und du musst dir immer vorstellen, wie wäre es, wenn jetzt 10 Leute da rumlaufen, dann geht der Einkäufer hin, hat den Alleinauftrag, legt den irgendwo auf den Tisch und sagt, let's go, kannst loslegen. Dann startet sein Job. Ja. So. Und dann kann er es umsetzen, Unterlagen beschaffen, alles schön machen, Exposés erstellen und so weiter. Okay, und jetzt, was passiert? Jetzt kommt die Besichtigungen, Besichtigungstermine, Kaufangebote, Reservierungsgespräche, Notartermin, so, und dann kommt das zum Ende bringen, durchziehen und nicht über 6 Monate, 8 Monate, weil jetzt kommt die Zeit mit ins Spiel. Die Zeit ist die Speed. Okay, das heißt, mit welcher Speed, mit welcher Geschwindigkeit, ja, in welcher Zeit bist du in der Lage, so einen Action-Cycle zu Ende zu bringen? Also ich verkaufe eine Immobilie in maximal 8 Wochen. Dann ist aber das Geld auch auf dem Konto. Stark. Okay? So, dann ist das Ding vom, ist das Ding vom Haken. Feierabend. So, jetzt gibt es aber andere, die brauchen halt 6 Monate. Frage, welchen Einfluss hat das jetzt auf die Geschwindigkeit? Also wenn ich jetzt immer 6 Monate brauche oder 4 oder 5, und ein anderer braucht 8 Wochen, weil der einfach sehr effizient ist und bei höchster Qualität, weil er genau weiß, wie jeder Handgriff zu sitzen hat. Und das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du Starter bist, ja, wenn du ins richtige Coaching reinkommst, wenn du die richtigen Leute an deiner Seite hast, die richtigen Unterlagen, die richtigen Prozesse, Systeme, bla bla bla, ja, dann bist du doch schneller, wenn du es von vornherein richtig machst, als der Makler, der 10 Jahre auf dem Markt ist und der immer noch darum düdelt. Nee, ist ja auch wieder Geschwindigkeit, weil wenn ich sage, ich will Makler werden und mich verbessern, ist ja auch irgendwo ein Start, ich führe das durch, klar, ich bin... Und der düdelt darum. Mhm. Na, dann macht er dann den Dödler und am Ende des Tages, nach 10 Jahren, braucht er immer noch 6 Monate, um eine Immobilie zu verkaufen, weil er einfach in Fallen drin steckt, aus denen er nicht rauskommt. Es ist halt nicht effizient, wenn jemand eine Immobilie einkauft mit einem völlig überhöhten Kaufpreis. Er kriegt zwar den Auftrag, aber es ist auch nicht effizient. Was hat es denn mit Effizienz zu tun? Das ist völlig sinnlos. Ja, der braucht jetzt 6 Monate und hat viel, viel Ärger, diese eine Person dann dafür zu überzeugen, im Preis runterzugehen. In der Zeit habe ich doch schon 10 Buden verkauft. In der gleichen Zeit, wo der die eine erstmal verkauft hat. Also, dann lädt er sich das jetzt noch voll. Aber er ist ja immer nur mit irgendeinem Quatsch, mit Stopps beschäftigt. Stopps. Stopp hier, stopp da, Verkäufer ist da sauer, da hat was nicht geklappt, da kommt keine Anfrage. Du hast nur Stopps in deinem Business. Nur Unterbrechungen, Störungen, Bugs. Überall. Würde man in, ne, Computer, yeah. Bugs. Überall nur Feuer am Löschen. Du bist nur Feuer am Löschen, das ist doch komplett Banane. Also das ist wirklich, das ist so Banane, also es ist Banane. Ja.
Okay? So, und jetzt überleg mal, der Effiziente, der hat einen coolen Prozess, der funktioniert, der geht die Methode, der geht das System sauber durch. Der ist viel schneller, hat wesentlich bessere Ergebnisse bei wesentlich höherer Qualität, weil der sich ja nicht auf die Stops konzentrieren muss, der kann sich auf die Ausführung konzentrieren, richtig, auf die Qualität konzentrieren und auf Geschwindigkeit. So, und das ist in allem dasselbe. Das heißt, der Cycle of Action, Start, Change, Stop. Oder zu Deutsch, starten, umsetzen, zu Ende bringen. Und warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Was denkst du? Warum das nicht funktioniert? Ja, warum funktioniert das bei den gerade bei Einzelkämpfern nicht? Ja, weil sehr viel Unklarheit einfach da ist, Verwirrung. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, was ich da zu tun habe. Genau, was ich da zu tun habe. Aber es ist noch viel krasser. In dem Moment, wo ich nicht weiß, was ich zu tun habe, hast du gerade gesagt, kommt Verwirrung, kommt Durcheinander. So, und was dann? Dann kommt Alibi. Weil ich will ja jetzt mir nicht eingestehen, dass ich ein fauler Hund bin. Und dass ich gleich obendrauf auch keine Ahnung habe. Also bin ich jetzt sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt mit Social Media. Aha. Ich habe 200 Follower und bin den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche 3 Posts zu machen, ja, die dann auch noch einfach nicht wirklich geil sind. Aber was willst du mit 200 Followern? Ja, die, macht ja keinen Sinn. Der Fokus auch auf die falschen Sachen. Dann. Das genau. Sind ja gar nicht die richtigen UPAs. Dann hörst du wieder irgendwas. Ja, Social Media ist das Pferd, was du reiten musst. Mhm. Online-Marketing ist das Pferd, was du reiten musst. Und es ist leider halt, guck mal, es ist halt einfach Lüge. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist einfach, und ich hoffe, der ein oder andere versteht es da draußen, es ist einfach eine Lüge. Es ist so eine wirklich bodenlose Lüge, wie man, das ist einfach krass. Und ich bin ja selber auch da, also ich habe auch Verständnis dafür, ja. Ja. Ich bin ja auch da reingerannt, ne? Aber das Ding ist, was sind die Aktionen an deinem Standort, die wirklich was bringen? Ich gebe dir ein Beispiel. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben eines guten Marketingmanagers ist Zielgruppenanalyse. Ich kenne meine Zielgruppe. So, und die schaue ich mir an. So, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo in einem Gebiet bin, wo mehr Einfamilienhäuser sind, dann habe ich ja relativ schnell rausgefunden, was wohnen da für Leute? Mhm. Es merke ich auf einmal, als Beispiel, das sind nur alles Ü50. Wie erreiche ich denn die am besten? Mit Social Media, ja, schönes Märchen. Ja, die warten nur, die gucken alle TikTok und die gucken alle Instagram. Ja, die haben alle Instagram-Accounts mit ganz vielen Followern. Ja, die machen den ganzen Tag nichts anderes. So kriegst du die doch nicht, die Leute. Mm-mm. Weißt du, was ich meine? Die kriegst du so nicht. Ja, das sind vor allem nicht die Basics, die ich als Makler machen sollte. Genau, also wie erreiche ich die Zielgruppe? Was muss ich tun? Wie muss ich das tun, damit ich meine Zielgruppe gezielt erreiche? Und dann auch noch mit den richtigen Botschaften. Und da sind wir wieder beim Cycle of Action. Was macht ein guter Marketingmanager? Mhm. Was macht ein guter Akquisiteur? Was macht ein guter Einkäufer? Und das ist in allen Bereichen das Gleiche. In jedem Einzelnen. Man kommt immer wieder an den Punkt, dass man immer sich bewusst sein Punkt. Muss genau. Über seine Rolle. Klar. Genau. Was ist das Ergebnis? Mhm. Was sind die Prozesse? Ne? Ja, was sind die Prozesse, was sind die Abläufe, die ich mache? Ja, und wenn ich die da liegen habe und die sind mir vollkommen klar, so, dann geht es nur noch um eine Sache. Mach einfach deine Arbeit. Mach einfach deinen Job. Und hör auf, über jeden Müll nachzudenken. Ja, mach deinen Job. Wenn es so ist, dann fällt es ja auch nicht mehr schwer, seinen Job zu machen. Das heißt, wenn man ganz vorne die Arbeit gemacht hat und genau weiß, okay, ich bin mir ganz klar meiner Rolle bewusst, was muss ich wie tun, wie sind die Prozesse, genau. Dann fällt es ja auch nicht mehr schwer. Und wer das nicht tut, hat in erster Linie mal einen Mindset-Bandscheibenvorfall. Das ist einfach wirklich ein Bandscheibenvorfall im Kopf, weil da viel zu viel durcheinander herrscht und keine Klarheit ist. Und dafür sorgen wir, das ist die wichtige Grundlage, dass man erstmal versteht, wie baut man ein Business vernünftig auf? Und für alle die meinen, sie hätten das schon, also jemand, der 10 Jahre Makler ist oder länger oder meine wir auch 5 oder 6 Jahre und der immer noch Schwierigkeiten hat, an Objekte zu kommen, ja sorry, der hat keine Ahnung von Marketing. Punkt. Und der hat ein Problem, was er
10 Jahre lang nicht geschafft hat zu lösen. Alles andere wäre eine Lüge. Und wenn jemand ein Einkäufer ist und hat immer noch die Probleme, Objekte reinzubekommen zu vernünftigen Kaufpreisen, zu marktgerechten Kaufpreisen, der hat keine Ahnung. Der kann es nicht. Der ist vielleicht gut im Kundengespräch, aber wenn der eine Quote hat von 20-30%, ja, da hat er einfach ein Problem. Also dann fehlt ihm da, fehlen ihm Skills, fehlt ihm Training. Genau, Fähigkeit. Und das ist ja auch nicht schlimm, ja. Um Gottes Willen. Aber wie du gesagt hast, ist zu akzeptieren, ist nicht zu ignorieren und wegzuschieben, genau. Sondern es zu sehen. Also nicht sich zu belügen, ja. Sondern die Wahrheit ist, ich kann es nicht oder noch nicht gut genug, was ja völlig okay ist. Aber dafür, das ist doch das Leben. Ne, ein kleines Kind von einem Jahr, was gerade das Laufen lernt, ja, oder Laufen gelernt hat, die geht auch nicht hin und sagt, komm, jetzt kaufen wir schon mal die Marathonschuhe, ne, so bald geht's los. Nächstes Jahr geht's los, ja. Nächstes Jahr geht's los, ja. Ja, ist doch so, ne, aber ja, ist ne, dann musst du einfach so ein bisschen ja, aber in so Extrembeispielen, da sieht man immer wieder, wie krass das eigentlich ist. Ja, haltet euch mal einen Spiegel vor die Nase, ja. Und wir tun das ja auch hier bei uns, das ist ja nicht so, ne, dass wir jetzt sagen, boah, und wir haben auch unsere Sachen, aber wir gucken halt, was ist denn jetzt hier gerade die Wahrheit? Wo laufen wir denn hier permanent gegen die Wand und wo spritzt das Blut und was müssen wir jetzt Wand abwischen und Problem lösen? Ja. Ne? Also diese Bereitschaft zu haben, da drauf zu gucken, ne? Und das mit, ich sag mal wirklich mit Freude, ja, und Dinge zu kreieren und Spaß daran zu haben, weil das Geld ist doch nur das Ergebnis von getaner Arbeit. Ja. Na, also wenn ich gute Arbeitsergebnisse mache, dann muss ich mir doch über Geld keine Sorgen machen. Und dann kann ich mir Annehmlichkeiten holen und kann mir tolle Dinge leisten. Die kriegst du so oder so, aber die kriegst du geschenkt. Das Ergebnis kriegst du on top, das ist der Cherry on the Cake, das kriegst du oben drauf geschenkt. Weil das ist das Geile, weißt du, was ich meine? Aber umgekehrt nicht. Verstehst du? Du kriegst nicht, wenn du Geld fokussiert bist, kriegst du nicht Erfüllung als Cherry on the Cake. Kriegst du nicht. Punkt. Du kriegst keine Erfüllung als Cherry on the Cake. Aber du kriegst, wenn du wirklich da drauf gehst und sagst, hey, was ist denn das Ding? Warum mache ich das? Und wie kann ich das mit der absoluten maximalen Energie tun und mit großer, großer Freude und Mehrwert zu stiften? Dann kriegst du die Kohle geschenkt. Die kriegst du on top. Und zwar massenweise davon. Das ist der kleine, feine Unterschied. Das ist ein super letzter Schlusssatz. Genau. Schön den Leuten was mitgegeben. Ciao. Ciao.